Den Hund, der dann die Rolle des Wasti übernehmen wird, den suchen wir heute und hoffen natürlich da auch einen kleinen, kniehohen Hund zu finden, der dann den Räuber jagen kann. Also es wäre einmal, hätten wir was, dass der Hund hinter dem Räuber Hotzenplotz, das ist hier der Robert, auch im Kostüm, soll der Hund hinterherlaufen. Ihn bitte nicht beißen, das wäre schön, weil wir brauchen den Robert noch. Das nächste, was wir probieren wollen, ist, dass der Hund an der Leine läuft und so tut, als ob er einer Spur hinterherläuft, also schnuppernd. Und dann, last but not least, das ist Teil 2, da hinten steht das pinke Motorrad. Und dieses pinke Motorrad, das glaube ich, wird zur größten Herausforderung, denn der Hund soll im Endeffekt kurz mitfahren mit diesem Motorrad. Also er sitzt in dem Beiwagen von dem Motorrad. Da gibt es auch eine Gelegenheit, den festzumachen. Und das würden wir auch probieren. Erstens, ob der Hund sich in die Wanne setzt, ob der große Angst vor dem Motorrad hat und ob das mit dem Fahren funktioniert. Ja, in erster Linie müssen die Tiere Vertrauen zu fremden Personen aufbauen können. Das ist das Allerwichtigste, aber ohne das funktioniert es nicht. Und müssen natürlich in irgendeiner Weise auch funktionieren, so wie wir es gerne hätten, aber wir richten uns natürlich dann auch danach, was das Tier so machen kann. Und einen Plan B gibt es auch noch nicht, aber wir hoffen natürlich, dass sowohl Hotzenplotz und Hund sich so gut anfreunden könnten und auch mit Hilfe von Leckerchen oder Ähnlichem so funktionieren, dass wir keinen Plan B brauchen. Ja, ich habe das in der Zeitung gelesen und fand es einfach toll, weil ich das hier kenne und früher auch mit meiner Tochter immer hier war. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch eine super Sache für Enno, wenn er die Leute erfreuen kann. Enno, komm her. Also er lernt halt sehr gerne und ist immer halt für irgendwas zu haben. Und für Leckerchen sowieso. Also er ist absoluter Clown. Ja. Und macht halt gerne irgendwelche Sachen, die man ihm beibringt, dass er die ausführt. Und ja, rennt halt für sein Leben gern. Lauf, Robert, lauf! Komm. Gib Gas, Robert! Können wir mal anschauen? Genau. Haben Sie ein Geschirr dabei? Ja, wir hatten hier von der Rolle gehört und er hat so einen kleinen Tick, er rennt super gerne Kindern hinterher, das, ja, also nicht böswillig, so kamen wir drauf. Er ist sehr gelehrig, also ich habe ihm alles Mögliche schon beigebracht, von Türen schließen bis Reißverschlüsse aufmachen und auf Kommando das Bein heben, ja. Und er ist halt, also er lernt wirklich total schnell. Ich kann ihm Sachen, weiß ich nicht, innerhalb von ein paar Tagen beibringen. Also selbst wenn hier noch irgendwas erwartet wird, dann sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Kevin, kein Stress. Robert kann auch ein bisschen länger noch laufen.